hier ein Range Rover Sport, Baujahr 2013 bis heute. Und ich zeige euch beim Scheibentausch, was ihr alles abbauen bzw. beachten müsst. Zuerst mal stellt ihr das Auto gerade hin und zieht die Handbremse an, legt den Gang rein. Dann entfernt ihr hier von den Wischern hier vorne, von den Wischerarmen, die kleinen Abdeckkappen. Dann nehmt ihr einfach einen kleinen Schraubenzieher oder einen Klipseheber und zieht die raus. Die Mutter selber ist eine 15er Mutter. Löst sie ein bisschen und drückt mal auf das Wischergelenk. Und meistens lösen sich dann schon die Wischer von dem Wischergestänge. Nach Möglichkeit immer die Wischer festhalten, um das Wischergestänge nicht zu verbiegen. Beim Fahrerwischer ist es hier zwar eindeutig, aber in der Regel ist es nicht schlecht, wenn ihr beim Fahrerwischer das Wischergelenk abknickt, dann wisst ihr immer, welcher auf die Fahrerseite gehört. Seht ihr jetzt hier einfach abknicken, das ist der Fahrerwischer, eindeutige Markierung. Aber wie gesagt, bei dem wäre es jetzt nicht wichtig, weil sind ja doch sehr unterschiedlich die Wischer. So, dann haben wir hier den Windlauf, der mit verschiedenen Clipsen befestigt ist. Diese Clipse sind aus Plastik, haben einen kleinen Kreuzschlitzöffnung und wenn ihr die ein bisschen dreht, kommen die ein Stückchen raus und dann könnt ihr sie mit dem Klipseheber besser nach oben ziehen. Manchmal kommen sie nicht raus, so wie dieser hier und das ist auch nicht weiter schlimm. Dann könnt ihr im Prinzip später von unten mit dem Klipseheber den bisschen nach oben drücken. Das seht ihr dann gleich. Einfach zwischen rein, ein bisschen rausheben und nach Möglichkeit aufpassen, dass euch nichts runterfällt in den Motorraum. So sehen die Klipse aus. Sind auch ganz harmlos und gehen auch nicht kaputt. Von unten ein bisschen den Clip hochschieben und dann kommt ihr dazwischen. Dann haben wir noch rechts und links diese Abdeckung hier. Da sind die Klipse nur gedreht. Ihr dreht die raus und dann könnt ihr den komplett entfernen. Gehen also auch nicht kaputt. Habt ihr soweit mal alle Abdeckungen entfernt. Jetzt fehlt noch der Windlauf. Der ist in eine Nut an der Scheibe reingesteckt. Da könnt ihr einfach von oben leicht dran ziehen und dann hüpft er schon aus dieser Nut raus. Wenn er so leicht wie hier rausgeht, dann braucht ihr auch kein Werkzeug. Ansonsten geht ihr mit einem Klipseheber drunter und schiebt den leicht raus. Legt ihn auf die Seite. Irgendwo weit weg, dass ihr nicht drauf tretet und jetzt noch im Innenraum weitermachen.
Dazu müssen wir den Spiegel abbauen, um an den Regensensor ranzukommen. Die oberste Abdeckung ist ganz leicht nur gesteckt, geht wirklich super runter. Der Spiegel muss nach unten Richtung Motorhaube geschoben werden. Durch das Kabel für die Abblendautomatik am Spiegel geht er etwas schwer straff runter, aber es geht. Entfernt das Kabel, das ist problemlos. Bei dem Sensor ist es so, da ist oben eine Metallklappe, die zieht ihr zu euch nach unten. Und durch das Ziehen von der Metallklappe sind die Haken gelöst. Jetzt müsst ihr nur noch leicht am Sensor ziehen. Und der Sensor hat ein wiederverwendbares Pad. Das müsst ihr nicht tauschen. Ihr zieht einfach leicht an dem Sensor und dann löst er sich von der Scheibe. Und später tut er einfach nur ein bisschen Scheibenreiniger auf das Pad drauf, dass kein Schmutz drauf ist. Mit dem Finger mal drüber wischen und das war's. Das ist jetzt hier die Abdeckung von vom Anti-Beschlagsensor und die geht einfach auf der rechten Seite, wenn müsst ihr mit dem Klipseheber drunter, könnt ihr die lösen und der Anti-Beschlagsensor ist unter eine kleine Klammer einfach nur drunter geschoben, den müsst ihr Richtung Motorhaube runterschieben und diese kleine Klammer dient nur dazu, weil das eigentlich ein BMW-Sensor ist, dass er ein bisschen dicker ist und auch unter diese Klammer passt. Und die Lose war wie bei mir gerade, einfach befestigen wieder. Ja, und jetzt kommt seitlich die A-Säulenverkleidung, müsst ihr entfernen, weil darunter die Heizanschlüsse sind. Dazu erstmal den Dichtungsgummi von der Tür entfernen. Hier dieses kleine Airbag-Logo, das könnt ihr mit einem Klipseheber rausheben. Und unten drunter ist eine Achtermutter. Diese lässt sich relativ einfach lösen. Nicht Mutter, Achterschraube, Entschuldigung. So sieht die aus. Und dann einfach, ganz leicht geht die weg, von der A-Säule runterziehen die Verkleidung und nach oben Richtung Dach. Und dann löst sie sich. Mit diesem einen Clips ist befestigt und da oben mit der Schraube. Sehr gut gemacht, gut verarbeitet, kann nichts kaputt gehen. Hier seht ihr die Heizanschlusskabel. Einfach auseinanderziehen und unten das Ganze nochmal. Und seid bitte sehr vorsichtig wegen dem Airbag. Jeder, der keine Airbag-Schulung hat, darf hier an dieses Auto nicht. Fahrerseite genau das gleiche. Wieder die Türgummi wegziehen. Airbag-Logo rausheben und drunter seht ihr die Achterschraube bzw. braucht ihr einen Achterschlüssel für die Schraube. So, jetzt auch wieder die A-Säule ganz leicht wegziehen. Unten am Armaturenbrett sind zwei kleine Haken an dieser A-Säule, die müsst ihr nur später richtig einfädeln und dann rutscht die ganz leicht wieder nach unten. So, die Heizungsdrähte hier noch auseinanderziehen und dann habt ihr eigentlich soweit alles geschafft. Zusammenbauen natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge. Und dann würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und bis bald.